Ahoi Kradujana und herzlich willkommen zu unserem neuesten Infovideo. Ein deutscher Flugzeugträger wurde angekündigt von Wargaming auf dem offiziellen Dev-Blog. Mit dabei Deutschland-Experte Niererlöchen. Deutschland-Kamerad Kram. Oh yeah, Luftratten-Kapitän Krom auch dabei. Hallöchen. Max Immelmann, T10 angesiedelt. Ein Flugzeugträger, der Roosevelt Konkurrenz machen muss, ist immerhin T10. Um es gleich mal ein bisschen dramatisch darzustellen. Wir haben hier, wie gesagt, einen weiteren Flugzeugträger, den wir irgendwie bekommen. Steht leider noch nicht dabei, wie dieses Schiff überhaupt ins Spiel kommen wird. Nera, hat Wargaming hier irgendwie schon was zugeschrieben? Haben wir da wieder so einen schönen Text? Ja, haben wir. Hau mal raus. Ein Projekt eines schweren Flugzeugträger basierend auf der Hülle des Haar-Schlachtschiffes. Nein. Schwer, gut gepanzert, mit starker Luftabwehr. Das Schiff ist analog zu Manfred von Richthofen, hat aber eine andere Aufstellung der Flugabwehrgeschütze und hat die Skip-Bomber mit HE-Bomben anstatt ihrer Torpedos. Anstatt der Torpedos? Anstatt der Torpedos. Okay, Nere, was zum Teufel sind Skip-Bomben? Davon haben wir ja noch nie was gehört. Ja, das sind die Bomben, die lustig auf dem Wasser immer mehrmals ploppen und dann den Gegner treffen. Springbomber. Springbomber, ja gut. Springbomber. Oh Gott. Hopsbomben. Sollten das nicht eindeutschen. Hopsbomben ist noch besser, ja. Hopsbomben. Flubibomben, irgendwie sowas. Hier steht Springbomber. Sind das. Genau. Ja, anstatt so gesehen. Torpedos, ja. Anstatt Torpedos. Also sollen wir mit diesen Skip-Bombern die DDs jagen? Jo. Denn dafür sind die Torpedos. Hops. Was machst du denn als DD? Ich sehe meine Bomben schon über den DD rüberspringen. Oh. Wichtigste erstmal vorweg: Secondary. Wir haben eine Reichweite von 7,2 Kilometer. Voll auf Secondary. Gleich am Anfang nach vorne und krepieren. Theoretisch. Diese Bomben wurden vor allem gegen Staudämme eingesetzt. Ja. Ja. Hört sich gut an. Das hört sich gut an. 65.000 Leben. Sie haben es ja gerade schon geschrieben. Der Unterschied ist jetzt nicht so groß zum Richthofen. Wir haben hier Damage Control Party dabei. Wir haben Fighter, die wieder automatisch starten dabei. Maximum Speed 32 Knoten. Das ist jetzt alles eher uninteressant. Das Interessanteste hier ist aber tatsächlich Attack Aircraft haben wir hier, also sprich die Raketenflieger mit AP-Raketen. Wir haben die Dive Bombers, sprich die von oben ihre Bomben abwerfen, AP-Bomben. Und die Skip Bombers, wo die Bomben an der Seite einschlagen, die haben wir denn mit HE? Warum die denn mit HE? Müsste da nicht gerade AP sein, dass die da so richtig rein? Nö, du sprengst es ja. HESC-1000-Bomben sind das. Okay, wir sprengen das. Bombs in Payload 1. Okay. Du greifst mit 4 Fliegern an, also hast du 4 Bomben pro Angriff. 4 Hops-Bomben. Und dreimal kannst du theoretisch angreifen. Armor nicht, Penetration dass die, 68 mm. Dass die mit AP da groß durchgehen würden. Wenn du die aufs Deck schmeißt, ist es ja okay, die mit AP, aber doch nicht an der Seite. Da muss ja, den musst du ja sprengen. Das kommt auf den Durchschlag denn an, wenn die 3 mm Durchschlag haben. Ja, halt so eine halben Trabanten da übers Wasser hopsen. Wir haben hier eine Abfackelchance von 69% bei diesen Bomben. Wow, das ist heftig. Das ist echt heftig. Bei den Dive Bombers Attack Aircraft, da fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts Außergewöhnliches auf. AP-Raketen mag keiner. Der Attack Aircraft auf leichte Kreuzer zu nutzen, kann man ein bisschen Damage drücken. Ja, magst du damit die DDs jagen, Krom? Ja, na klar. Alles, der Hunter, alles. Ja, ich habe heute mir einen Clip angeguckt, wo du, Krom, einen DD mit 1500 Leben angegriffen hast mit deinen, mit deinen Raketenfliegern und du hast irgendwie 700 Schaden gemacht. Also es war nichts. Du hattest nicht so Spaß. Man muss dem Feind ja auch eine Chance lassen. Das darf man nicht vergessen. Ne? Ihr könnt ja nicht immer alles gleich one-hitten. Man muss ja den auch mal eine Chance lassen. Ja, und die Dive-Bombers. Wie viel haben wir hier? Wie viele Bomber greifen wir gleichzeitig an? 3 greifen an, 3 pro Schwadron und pro Bomben eine. Eine? 3 Bomben fliegen ja bloß runter? Ich meine, das Wichtige, wie du schon meintest, sind hier die Skip-Bomber. Genau. Also, wenn die gut irgendwie ins Spiel passen, ihre Aufgabe erfüllen, dann wird das ein guter Flugzeugträger. Wenn die kompletter Mist sind, dann ja, hast du hier eine Manfred ohne Torps. Ja, aber wenn ich verstehe das, wenn die Skip-Bomben an der Seite da reinkloppen, was soll denn da brennen?
Du, schalt auf Brennen, die machen 12.200 maximal Bombschaden. Ja, wo dran das denn? An dem Gegner, wenn du den... Ach, ja. Normalerweise bringst du das nicht zum Brennen, normalerweise erzeugst du dadurch Wassereinbruch. Ne, wenn du die ihm die Seite wegsprengst. Freust du dich auf diesen Flugzeugträger? Na, logisch. Der Name macht's. Also, pass auf, da kommt der Immelmann. Das hat schon was, das hat schon was. Oder wie es ja so schön auf dem Bild hier gerade zu lesen ist, der Wasser rum Immelmann. Und nicht hinten rumpimmeln, ne? Dieses Immel-Spiel, ne? Hast du uns ja erzählt. Immel-Wimmel-Immel. Müssen wir uns mal anschauen, mit den Skidbomben haben wir persönlich noch keine Erfahrung. Ich glaube, auf dem Testserver oder irgendwo konnte man die, glaube ich, schon mal sich angucken. War für uns ehrlich gesagt völlig unattraktiv. Jetzt haben sie es aber wohl ins Spiel geschafft. Mal gucken, balance-technisch, ob das so bleibt. Ob sie da bei den AP-Raketen vor allem auch bleiben. Ich sehe hier gerade keine Chance, irgendwie den DD zu attackieren. Außer diese Skidbomber sind super dämlich zu handeln und man trifft damit alles. Ich sehe hier gerade wirklich bloß ultra viel Schaden wieder mal gegen Schlachtschiffe. Aber sonst gar nichts. Ja, warten wir ab. Warten wir auch ab. Ne? Alles andere, das ist jetzt bloß Spekulation. Ich will jetzt hier nicht schlecht reden. Was Wargaming dazu geschrieben hat, haben wir jetzt hier gelesen. Ist von den Schiffen eher interessant, mal ein neuer Spielstil, ne? neue Angriffstechnik hier zu sehen. Aber sonst eher ein bisschen mau. Dafür, dass vielleicht ist das ja so ein Haken, so ein Wink, ein Zaunfall. Dass in Zukunft ja auch mal Staudämme kommen. Ne? Oh, meinst du? Ja. Dann sind ganze Meere ausgetrocknet und wir können gar nicht mehr fahren. Und dann kommen die Panzer. Wir lassen das Wasser ab. Genau, da kommt der LOL-Traktor. Was ist hier los? Nee, das wird damit schon nichts zu tun haben, aber... Gut, ich könnte mir jetzt auch eine PvE-Karte vorstellen. Ich meine, PvE gibt es ja auch im Spiel, ne, dass wir gegen KI etc. fahren können. Dass da so eine Befestigung ist, dass wir die zerstören müssen. Und dass du den Immelmann denn da steuerst und diese Bomben denn da immer raufschickst. Also, das ist bestimmt lustig. Ach, das ist ein rein für Szenarios gedachter Schiff. Korrekt. Für den Hard-Mode, der bald kommt, genau. Wäre. So nee, nein. Spiele. Auch lustig, weil ich den Immelmann Bomben aus. Den Hopse-Bomben. Lass uns überraschen, was Wargaming damit noch macht. Zurzeit ein bisschen unspektakulär, aber wir können zu diesen Hopse-Bomben noch nicht viel sagen. Daher lassen wir es erstmal stecken. Interessant ist natürlich, dass sie das Ganze hier auch wirklich auf dem, ja, seht so gesehen, da unten vom Rumpf her ein dickes, fettes Schlachtschiff der Deutschen und oben rauf ist dieser Luftrattenmister gebaut. Es hätte auch ein schönes T-10-Schlachtschiff sein können. Aber hey, Flugzeugträger spielen wir doch alle gern, oder? Sie können wie ein flacher Stein über die Wasseroberfläche springen. Sie haben ein erhebliches Schadenpotenzial und eine hohe Chance, das Ziel in Brand zu setzen oder seine Module ausfallen zu lassen, siehst du? Also wie ein flacher Steinbombe. Das würde ich verstehen, wenn diese Hopse-Bombe denn auf dem Deck oben aufschlagt, aber die knallen doch in die Seite rein. Ja, deswegen. Normalerweise Wassereinbruch kriegst du. Das ist ja wie so ein Torpedo, der an der Seite den Schaden macht, wenn du so willst. Ja, aber das ist ja unten, wo es nicht so krass gepanzert ist. Aber an der Seite wird bei so einem Panzergürtel leichte Kreuze okay. Aber wenn ich da so mit so einem Schlachtschiff fahre, da kommt so eine Bombe angehopst. Das macht doch gar nichts an meinem Panzergürtel. Der Sinn ist so ein bisschen. Ich meine, gegen Staudamm ist klar, das habe ich auch mal gesehen. Das waren so eine Rundkugel. Weil die haben sie da hops, sind die da an die Staudamm gegengeknallt, sind auf den Grund gesunken und sind da dann explodiert. Aber gegen so ein Schiff, Hier, der Blecker schreibt gerade, die gehen ziemlich hoch. Gehen ziemlich hoch? Bringen die jetzt hoch, oder was? Ja, ich glaube, wir haben da so einen kleinen gedanklichen Fehler, dass die tatsächlich übers Wasser hopsen und dann auf dem Deck aufschlagen. Weißt du, dass die hops und der wirklich... Ah, der müsste in dem Winkel raufspringen, um das Deck denn da zu treffen. Also, mal gucken. Klingt kompliziert. Ich hoffe mal, sie setzen es ganz entspannt um. Nicht, dass wir hier wirklich was haben, wo wir uns nachher die Finger hier verknoten müssen, um sinnvoll da was hinzukriegen. Aber genug, wir wollen hier nicht übertreiben. Ist alles Work in Progress, kann sich alles nochmal ändern. Max Immelmann, vielleicht schon bald bei dir im Hafen. Bewerten nicht vergessen, fleißig kommentieren eure Meinung zu diesem Schiff und den Hopsebomben. Und dann sehen wir uns schon bald wieder im nächsten Video hier bei dem Krader.